Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sind in der Bauerschaft Nathop in der Stadt Rennsteinfurt. Und das ist jetzt die 6. Gemeinde, in der das Internet aktiviert worden ist. Sie wissen, es ist ein langer Weg, den wir gehen, in den Regionen, die besonders schwach versorgt sind, das schnelle Gigabit auch hier aufs Land zu bringen. Hier in dem Floristikbetrieb Kronshage, ein klassischer Familienbetrieb, der dringend darauf angewiesen ist, privat und dienstlich, dass er auch schnelles Internet, Verbindungen in die ganze Welt hat. Ja, wir als Familienkronshage und als Betrieb Schnittrosenkronshage freuen uns sehr, dass die Durchgangsbreiten dann wirklich um das 10- bis 15-fache erhöht worden sind für uns. Wir haben unseren 24-Stunden-Bereich mit einer Kameraüberwachung, die jetzt ruckelfrei läuft soweit. Datenübertragung vom EC-Gerät laufen deutlich flüssiger, abbruchfreier. Da merkt man schon, dass die Bandbreite auch für diese Techniken wichtig ist.